mich mit euch ins neue Jahr hineinzufeiern. Und der Mann ist ja eigentlich geadelt worden. Man müsste jetzt eigentlich das Lied, vielleicht sollte ich ein neues schreiben. Mit Sir McCartney. Das hört sich irgendwie komisch an, ne? Nee, hört sich nicht so gut an. Okay. Wir gehen ein wenig durch verschiedene Jahre. Im Moment sind wir ganz früh im 70er. 1970 ist dieses Lied erschienen. Und dann kam ein Lied, das war ein Flop, das kennen Sie gar nicht. Vor allem war es wohl nicht bekannt. Es hieß, wie weiß ich, dass es Liebe ist? Und dann glaubte ich zu wissen, was Liebe ist, und habe gesungen, fremder Mann. Aber der hat mich nicht erhört.
deshalb verstehe ich auch, dass Sie ein Lied immer wieder hören wollen. Ist gar nicht schlimm, ich kann das verstehen. Aber das singe ich jetzt nicht, jetzt singe ich was anderes, das ist auch ganz schön. Etwas besinnlicher, im alten Jahr noch mal ein wenig besinnlicher. Ist auch ganz gut, am Rückblick. Thank you.
Weise diese, also meine Nachbarn untergebracht werde an dieser Stelle. Ihr braucht also nicht auf die Uhr zu schauen, verlasst euch ganz auf mich in Sachen Zeit. Ich sage dann Bescheid, wenn es soweit ist. Okay? Also entspannen und sanft hinübergleiten in eine kleine Eifersuchtsgeschichte. Für uns das Leben immer sehr schwer. Ich habe versprochen, Millionen eine ganz große Uhr herzustellen.
vorstellen, dass das auch nicht passiert. Wenn die Leute sich auf mich verlassen sollen, muss der mir hier eine Ohrfeier bringen. 15 Minuten? Na ja, aber die Sekunden sind ja auch nicht unentscheidend, nicht wahr? Kannst du eine LP auflegen? Ein Lied über einen Mann, der fremd in diesem Land ist. Na gut, der Herr Kapellmeister hat ein Problem. Dann stellen wir die anderen vor. Okay? Just go into bed.
Reinhardt sagt, wie mein Name an der Tür. Kontert. Eine Minute, lasst uns ein Wunder sein, weil das ist der richtige Trinkspruch für ein neues Jahr für 1997. Und irgendjemand muss mich stoppen. Sie denn mich stoppen? Wunderbar. Die Moment von mir so.
auf die Bühne und dann zählen wir sie gemeinsam mit Zeugern. Das finde ich eine gute Idee. Darf ich schon vorher mal so den Gästen, das ist doch nett, die haben ja auch schon vorher so etwas gesagt. Zum Wohl. Prost. Ausnahmen sind in Berlin.
ganz viel informiert, wie ihr euch vorstellen könnt. Alle Leitungen waren besetzt. Ein Lied von 1974. Ich habe es sehr geliebt. Da ging es immer noch. Es geht mit einem ganz frühen Na, 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 thank you.
So, jetzt habe ich einen Atemgenerator vor die Tür. Es gibt ein neues Lied, was überhaupt nicht neu ist. Es ist alt. Aber ihr kennt es noch nicht von mir. Ihr werdet es jetzt kennenlernen. Es dreht sich wieder mal um das wichtigste Thema. Liebe natürlich. Liebe ist das wichtigste Thema im Leben eines jeden Menschen. Das meine ich ernst. Wenn die Liebe nicht stimmt, stimmt gar nichts. Dann stimmt auch das Geld nicht, oder man kann nicht mehr arbeiten. Es geht um Männer. Thank you.
mal nicht. Weißt du nicht? Singt das Lied. Thank you.
dass du gekommen bist. So wie du jetzt. Na komm doch raus, was ich heute schon angekündigt habe. Leute müssen sich freuen. Genau. Das heißt, wir werden sehen. Thank you.
Saxophon, Kirsten Jessel. An der Gitarre, Achim Vogel. Bass, H.D. Lorenz. Drums, Chris Evans. Der Kapellmeister ist dann drauf, das lasse ich schon. Violino und Background Vocals, Bettina Haubert. Background Vocals, David Glücker. Und last but not least, Background Vocals, Lothar Adler. Thank you.
ich alles falsch gemacht. Ich will jetzt singen, ich bin wie du. Ja, habt ihr Lust, mit mir das zu singen? Und dann, ich sag euch Bescheid, es kommt noch, ich glaube, noch zwei Lieder und dann kommt das nochmal zum Schluss. Thank you.
1995 folgendes Lied gefunden. Zwei Jahre war ich deine Frau und hab dir grenzenlos vertraut. Das war das ganze Mal. Nun sitz ich da mit dir. Kommst du sicher mal dazu, weil ich eins immer schwör. Keine Mut, denn es ist ja Liebe.
aber Leben ohne Liebe. Ganz ohne Liebe.